und herzlich willkommen zu Hamburg 1 aktuell. Es ist Montag, der 13. September und diese Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Bundesweite Aktionswoche. Mobile Impfangebote werden in Hamburg ausgeweitet. Städtisches Aufräumprojekt. Mülltaucher reinigen den Isebeek-Kanal. Sportliches Großevent. Nur Geimpfte absolvierten den Hamburg-Marathon. Um die Impfquote in Deutschland noch einmal zu steigern, startet heute unter dem Motto Hashtag hier wird geimpft eine bundesweite Aktionswoche. An ganz unterschiedlichen Orten können sich Menschen spontan und ohne Termin impfen lassen. Auch hier in Hamburg gibt es zahlreiche mobile Angebote. Dies allerdings schon seit einigen Wochen. Lange Schlange vom Bürgerhaus in der Lockstädter Lenzsiedlung. Denn heute heißt es Hashtag hier wird geimpft. Unter den Wartenden findet sich auch Kerstin Haflicek. Sie wohnt um die Ecke und ist zum Impfen mit dem Fahrrad gekommen. Nach kurzer Wartezeit durchläuft sie die Station des improvisierten Impfstandortes. Ich halte die Impfung schon für notwendig und ich bin vorher nicht dazu gekommen. Also durch immer leichte Krankheiten, will ich mal sagen, konnte ich mich vorher nicht impfen lassen. Und ich habe das sehr begrüßt, dass man so Angebote macht, hier in der Nachbarschaft praktisch sich spontan impfen lassen zu können. Die dezentralen Impfmöglichkeiten, die jetzt auch die bundesweite Aktionswoche noch einmal bewirbt, sind in Hamburg keine Neuheit mehr. Schon seit Monaten wird in Sportvereinen, Einkaufszentren oder eben Bürgerhäusern der Stadt geimpft. Natürlich macht das einen großen Unterschied. Jede einzelne Hausarztpraxis macht auch einen Unterschied. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, den er leisten kann. Und die mobilen Impfteams sind natürlich zahlreich in Hamburg unterwegs. Insofern auch wir schaffen locker 2000 Impfungen am Tag. Das sind jetzt natürlich keine 10.000 Impfungen, die ein Impfzentrum schafft. Aber das macht viel aus. Bislang sind in Hamburg insgesamt 7.437.765 Impfdosen verabreicht worden. 69,9% der Hamburgerinnen und Hamburger sind nun mindestens einmal geimpft, 65,6% vollständig. Die Impfquote in die Höhe treiben will auch das Personal der Wunderbar. Ab 19 Uhr gibt es hier heute den Kiezpeaks. Belohnt wird der sogar mit einer kleinen Prämie. Wir haben uns überlegt, wir werden den Anreiz schaffen, dass wir von unserem Nachbau Pauli Pizza eine kostenlose Pizza bereitstellen. Das heißt, alle, die sich heute ihre Impfung hier abholen, bekommen eine Pauli Pizza aufs Haus und die Wunderbar übernimmt die Kosten. Wo man gerade sonst noch eine Impfung bekommt, kann im Internet unter www.hamburg.de/corona-impfstation eingesehen werden. Bei insgesamt 33 Stellen sollte sich auch für Kurzentschlossene noch eine Station, vielleicht sogar in Fahrradnähe, finden lassen. Bei der Mülltauchaktion im Rahmen des stadtweiten Projektes Hamburg räumt auf sind auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gegenstände geborgen worden. Darunter auch ein aufgebrochener Tresor. Rund 20 Taucherinnen und Taucher säuberten den Isebeek-Kanal in Zusammenarbeit mit der Stadtreinigung. Auch Innensenator Andi Grote war dabei, um sich ein Bild von der Wasserverschmutzung zu machen. Also heute geht es darum, dass wir quasi eine Lücke schließen, da wo die Initiativen, die Freiwilligen den Müll sammeln, die kommen natürlich nicht ins Wasser. Und das machen jetzt die Tauchergruppen von Polizei, Feuerwehr, DLRG. Denn es wird auch viel ins Wasser geworfen. Wir haben hier schon mehrere Fahrräder, Einkaufswagen heute rausgeholt. Und das ist halt überall. Hamburg hat viele Wasserflächen, die gehören zu unserer Stadt dazu. Wir wollen die sauber halten und deswegen sind die Taucher heute unterwegs. Die Tauchaktion findet jährlich während der Putzaktion Hamburg räumt auf statt. Und weitere Meldungen aus der Stadt, die sehen Sie jetzt in unseren Kurznachrichten. In den kommenden Nächten wird der Tunnel Stellingen auf der A7 für Wartungsarbeiten teilweise gesperrt. Die vorgeschriebenen halbjährlichen Wartungen umfassen neben der Funktionsprüfung auch die Reinigung beider Tunnelröhren. Konkret wird in den kommenden beiden Nächten von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens die Richtungsfahrbahn Nord gesperrt. In den Nächten Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag ist dann die Richtungsfahrbahn Süd dran. Der Verkehr wird während der Sperrung über Bedarfsumleitungen am Tunnel vorbeigeführt. Im Prozess gegen eine Mutter, die ihr Kind mit Medikamenten fast umgebracht hat, ist das Urteil gesprochen worden. Wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes muss die Angeklagte für 4 Jahre und 10 Monate ins Gefängnis.
Das Gericht geht davon aus, dass die Mutter ihrer vierjährigen Tochter anlässlich einer Krankenhausbehandlung Ende 2020 hochdosierte Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht hatte. Dies sei für ihr Kind potenziell lebensgefährlich gewesen, was die Mutter als Krankenschwester hätte wissen müssen. Der Hamburger Inzidenzwert sinkt auf 82,5. Laut Angaben der Gesundheits- und Sozialbehörde wurden am Montag 155 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Das sind 40 weniger als noch vor einer Woche. Stand Freitag werden 127 Personen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in den Hamburger Krankenhäusern behandelt. 50 davon intensivmedizinisch. HVV-Abonnentinnen und Abonnenten können ab heute 2 Wochen lang nahezu deutschlandweit den öffentlichen Nahverkehr gratis nutzen. Das Dankeschön gelte den Kundinnen und Kunden, die auch während der Pandemie dem Hamburger Unternehmen die Treue gehalten haben, so der HVV. Die Aktion läuft bis einschließlich zum 26. September in Kooperation mit dem Deutschen Verkehrsunternehmen. Wer das Angebot nutzen möchte, muss sich online dafür registrieren unter besserweiter.de/abo-upgrade. Dort sind auch alle teilnehmenden Partnerstädte aufgelistet. Und wir kommen zum Sport. Nach langer Corona-Pause konnte am Sonntag der Hamburg-Marathon wieder stattfinden. Die 35. Auflage war aufgrund der Pandemie vom Frühjahr in den Spätsommer verschoben worden. Statt der üblichen etwa 30.000 Läuferinnen und Läufer gingen dieses Mal nur etwas mehr als 5.000 an den Start. Und das nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Sie sind die strahlenden Sieger des Hamburg-Marathons 2021. Martin Musau aus Uganda bei den Herren sowie die Äthiopierin Gadis Mulu bei den Frauen. Doch Gewinner sind irgendwie alle, die teilnehmen durften. Denn das sportliche Großereignis, es stand mehrfach auf der Kippe und wurde allein in diesem Jahr 3-mal verschoben. Umso glücklicher zeigten sich alle Läuferinnen und Läufer nach dem Zieleinlauf. Großartige Stimmung, Hamburg ist eine tolle Stadt. Eppendorf-Baum war wieder, Gänsehaut, also echt großartig. 2 Jahre trainieren und dann immer wieder die Hoffnung, dass ein Marathon stattfindet und jetzt hat es endlich geklappt. Super Gefühl. War super organisiert, Wetter war prima zum Laufen und es waren super nette Leute an der Strecke. Die haben applaudiert und dich angefeuert, auch wenn man nur Staffel ist und es war total toll. Die 3 Disziplinen Marathon, Halbmarathon und Staffel fanden unter strikten Hygienevorschriften statt. Teilnehmen durften nur vollständig Geimpfte. Die Läuferzahl wurde zudem stark begrenzt. Veranstalter Frank Thaleiser zieht ein erstes positives Fazit. Wir haben es ja gerade live mitbekommen, dass eine Läuferin vorbeigekommen ist und hat gesagt, super, danke für die Organisation. Und ich glaube, das ist das, was wir heute mitnehmen, was die Teilnehmer mitnehmen, dass der 35. Hasper-Marathon stattgefunden hat, dass die Stadt es ermöglicht hat, dass wir laufen können. Das ist die wichtige Botschaft halt heute, dass es halt vorangeht. Der nächste Hamburg-Marathon soll im April kommenden Jahres stattfinden. Am 1G-Modell wollen die Veranstalter dann jedoch weiterhin festhalten. Und der HSV konnte dank eines Last-Minute-Treffers von Moritz Heyer seine Sieglosserie von 4 Spielen beenden. Durch den 2:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen kletterten die Rothosen in der Tabelle auf Platz 9. Der FC St. Pauli hingegen verpasste durch ein 0:1 in Hannover den Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Mit 10 Punkten nach 6 Spielen belegen die Kiezkicker den 5. Platz. Während St. Pauli am kommenden Spieltag Ingolstadt empfängt, wartet auf den HSV das Nordderby gegen den Erzrivalen Werder Bremen. Ja, und weitere Meldungen aus der Hamburger Sportwelt, die gibt es jetzt kurz und kompakt in unserem Sportflash. Die Hamburg Sea Devils stehen im Endspiel der neu gegründeten European League of Football. Die Seeteufel setzten sich in einem spannenden Halbfinale gegen die Breslau Panthers aus Polen durch. Vor 2200 Zuschauern im Stadion Hohe Luft gelang kurz vor Schluss der entscheidende Touchdown zum 30:27 Erfolg. Im Finale am 26. September trifft das Team von Trainer Andreas Nommensen in einer Neuauflage des Finals von 2007 auf die Frankfurt Galaxy. Die Handballer vom HSV Hamburg haben auch ihr 2. Spiel nach der Rückkehr in die Handball-Bundesliga verloren. Das Team von Trainer Thorsten Jansen unterlag auswärts beim Bergischen HC mit 31:26. Beste Werfer beim HSVH waren Kapitän Niklas Weller und Neuzugang Kaspar Mortensen mit je 7 Treffern. Mit 0:4 Punkten nach den ersten 2 Spielen befinden sich die Norddeutschen im unteren Tabellendrittel. Das nächste Spiel ist am kommenden Sonntag.
Dann wartet mit den Rhein-Neckar-Löwen ein erstes Schwergewicht der Liga. Und wir blicken jetzt noch aufs Wetter. Frank Böttcher, der hat wie immer die Aussichten für uns. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für die schönste Stadt der Welt. Ein schwacher Hochkeil reicht von Italien nach Norddeutschland. Der ist so schwach, dass man nicht mal ein Haar dort eingezeichnet hat. Aber es folgt eine Umstellung der Wetterlage. Nach dem traumhaften Tag morgen ziehen Tiefdruckgebiete heran und die sind dann auch mit einem Tee über der Hansestadt zu erkennen, bringen dichtere Wolken und zeitweisen Regen. Vor allen Dingen aber auch einen Temperaturrückgang. Da wird es dann doch mal wieder ein bisschen frischer. Jetzt wird es richtig frisch erstmal in der kommenden Nacht. Die ist nämlich zum großen Teil sternklar. Nur ein paar wenige Wolken ziehen über Hamburg hinweg. Trocken bleibt es. Es bildet sich ein wenig undurchsichtiger Nebel morgen früh auf den Wiesen und Feldern um Hamburg herum. Und beim Blick auf das Thermometer kann man schon ahnen, dass es ziemlich frisch ist, wenn man da rausgeht. 9 Grad die Frühtemperaturen, am Erdboden Temperaturen bis 4 Grad. Also wir nähern uns jetzt auch ganz langsam der Bodenfrostgrenze. In der kommenden Nacht gibt es aber noch keinen Bodenfrost. Morgen dann ein freundlicher Spätsommertag mit viel Sonnenschein, blauer Himmel über der Hansestadt, ein paar wenige Schleierwolken, trocken bleibt es auch. Die Tagestemperaturen morgen bei 22 Grad, also Wohlfühltemperatur an einem Wohlfühltag in der Hansestadt. In den Folgetagen wird es ein bisschen wechselhafter. Am Mittwoch Schauer und Gewitter bei Temperaturen um 20 Grad. Da gehen die Temperaturen leicht zurück. Wechselhaft ist auch der Donnerstag. Da kann es nachmittags auch mal kurze Schauer geben. Mit 21 Grad sind die Temperaturen aber ganz erträglich. Frischer ist dann der Freitag mit dichten Wolken. Es bleibt meistens trocken bei 18 Grad. Und am Samstag wird es ein bisschen milder und wieder ein bisschen sonniger. Also leichte Wetterbesserung zum Wochenende. Und mit den Aussichten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Vielen Dank, Frank. Das war's von mir und von Hamburg 1 aktuell. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und tschüss.